Ja, meine Freunde, wunderschönen guten Tag. Apple ist wieder am Start und zwar mit der nächsten App Review und zwar mit dem Icon-Erkenner. Und wie man hier so schön sehen kann, muss man hier also die Icons erkennen. Wie das Ganze so funktioniert, werde ich euch jetzt hier mal nahe bringen. Und zwar müsst ihr hier immer gucken, welche Figur verbirgt sich hinter dem Schattenbild. Ariel zum Beispiel war das eben gerade. So, und wir gehen direkt auf das nächste Bild. Was soll denn das sein? Pinocchio müsste das sein. Pi. Nock. Hä? Was ist das denn? Ach so. Wird Pinocchio etwa doch mit Doppel-C geschrieben? Pinock? Kio? So? Pi. Ach, ich bin doch dämlich. Pinock. Ki. Nee. Hä? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Machen wir mal das nächste Bild. Ah, geht natürlich nicht. Pi. Hat sich einmal schon mal da einer damit beschäftigt, wie der Typ hier geschrieben wird? Pi. Nock. Vielleicht so? Tatsächlich, so richtig geschrieben, habe ich mir noch nie einen Kopf gemacht, dass der mit Doppel-C geschrieben wird. Ist ja echt anstrengend, der Bengel. So, Level Nummer 2 hatten wir, jetzt kommt Level Nummer 3. Oben kann man natürlich bare Münze verdienen. Was los? Hat sich das Spiel jetzt hier verabschiedet von uns oder was ist hier? Hallo? Wir wollen eigentlich Level Nummer 3 weiterspielen und nicht hier ewig auf einen schönen, ja, wie Saints Row Hintergrund starren. So, das müsste natürlich Hello Kitty sein. Hello Kitty, wer kennt sie nicht? Selbstverständlich gleich geschafft. Ah, Kitty, wieso habe ich da ein V gehabt und kein Y? Wollte mich schon wundern, aber es hat funktioniert. So, das ist natürlich selbstverständlich, ist das der Sonic, wenn ich mich nicht irre. Sonic. Yep, unser schöner Sonic. Selbstverständlich von der Sega Dreamcast. Ja, und jetzt wird es natürlich schwierig, weil den kenne ich jetzt gar nicht. Was soll denn das für einer sein? Ist das Captain America? Kann das sein? Captain. America. Captain America, selbstverständlich. Doch gerade noch so an seinem blöden Schild erkannt. So, wir können es natürlich jetzt noch nicht bewerten, da wir hier noch mitten in der Review sind. Wie heißt die denn? Kann mir das einer verraten? March. Wie wird die geschrieben? M-A-R-C-H, ja? Anscheinend. Geht ja nicht anders. C. Haben wir kein H hier? Ma? Oder wird die. Wie wird die geschrieben? Hat sich da einer schon mal einen Kopf drüber gemacht? Ich weiß, dass es Marge Simpson ist, aber wie wird sie geschrieben? Was haben wir? CWMNS? Hä? Marge? Ach so, mit E wahrscheinlich dennoch. Marge, so wird Marge geschrieben, siehst du? Mensch. Not macht erfinderisch. Ich wusste vorher wirklich nicht, wie die geschrieben wird, aber so wird sie geschrieben. Na, wenn das keiner weiß. Wenn das hier nicht Winnie der Puhbär ist. Win. Wo ist das N? IE. Und dann The. Der Puhbär, ne? Selbstverständlich. Jetzt habe ich mich bestimmt volle Kanne hier geoutet, aber das macht gar nichts. Wer in seinen Kindertagen eine gute Jugend hatte, der kennt sich aus in solchen Sachen. Und das ist natürlich kein Problem. Und wir müssen jetzt natürlich mal sehen, wo. Ach, verdammt. Jetzt hier der Humor sitzt, der sitzt natürlich da. Haben wir natürlich auch geschafft. Wunderbar. Und jetzt noch zum letzten Begriff. Wenn ich das natürlich mal wüsste, wer das jetzt hier ist, war doch der Roadrunner, oder? So, da gucken wir mal direkt. Roadrunner. Eigentlich alles gar nicht mal so schwer, wenn man es denn verstanden hat. Und auch natürlich richtig. So, sind wir in Level Nummer 9 aufgestiegen und haben hier 250 Coins gesammelt, wofür die auch immer gut sind. Man weiß es nicht. Ja, und wer einfach mal Lust hat, da
ein wenig selber auszuprobieren, lädt sich die App natürlich kostenlos im Play Store herunter. Link findet ihr wie gewohnt bei mir in der Beschreibung und wir sehen uns bei der nächsten App-Review. Auf Wiederschauen!